Hallihallo, ihr Lieben. Heute möchte ich euch wieder eine Arbeit von mir zeigen. Die habe ich für ein Pärchen gemacht, die mir ab und zu mal zu Hilfe gekommen sind. Und ganz besonders der männliche Part hat mir am Anfang des Jahres unwahrscheinlich weitergeholfen, denn dadurch war es mir möglich, in meiner Wohnung ein Wohnarbeitszimmer zu schaffen, in dem ich mich jetzt auch wohlfühlen kann. So, und als erstes fange ich mit dieser Karte an. Ja, sie ist in einem sehr ungewöhnlichen Format, aber ich dachte, warum nicht? Muss ja nicht immer rechteckig sein oder quadratisch. Von daher, jo. So, aber das eigentliche Geschenk ist dieses Album. Ich lege es jetzt mal hier ab. Relativ schlicht gehalten vorne vom Cover, weil ich mir dachte, dass sie dann eben halt den einen oder anderen Blink-Blink selber drauf macht. Wenn man das hier umdreht, sieht man hier den Buchrücken mit 2020. Denn ich weiß, dass die beiden dieses Jahr schon im Urlaub gewesen sind mit den Fahrrädern. Wie soll es auch anders sein? Denn sie lieben es. So, wenn wir das Album aufschlagen, dann haben wir hier die Möglichkeit, etwas reinmachen zu können. Hier haben wir Klappen, die nach rechts und links geöffnet werden und auf dieser Seite nach oben und unten. Und so zieht sich das eben halt durchs gesamte Album. Hier gibt es mal wieder so ein bisschen was Poppigeres. Hier taucht wieder das Fahrrad auf. Das, was sie eben halt lieben. Schöne, sommerhafte Motive. Hier ist wieder dieses Thema Reisen zu sehen. Und hier kommt wieder das mit den Fahrrädern. Hier die Liebe, die immer noch richtig knackig und frisch bei den beiden ist. Hier haben wir nochmal eine Tasche, in der befindet sich ein Umschlag mit kleinen Elementen. Diese kann man, wenn man die Fotos aufgeklebt hat, verteilen. Normalerweise dekoriere ich vorher, aber bei dem Album wollte ich den beiden das selber überlassen, wo sie ganz gerne Elemente hinhaben wollen. Und ich denke mal, das ist eine schöne Arbeit, die man zu zweit, abends, wenn es mal nicht so warm ist, gerne machen kann. Ja, ich hoffe, die beiden werden sich sehr freuen und nun kann ich es endlich abschicken. Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiederhören oder Wiedersehen, besser gesagt, und verbleibe mit den lieben Grüßen, euer Kreativfalter.